Hi, willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich 6 Ideen für euch, wie ihr ein Halstuch binden könnt, die schnell und einfach gehen. Die Looks, die ich euch heute zeigen möchte, die sind sowohl alltagstauglich, gerade weil sie so schnell und einfach gehen und man sich da keine komplizierten Knoten merken muss, als auch gehen sie natürlich auch ein bisschen schicker. Das kommt auch ganz stark auf das Muster des Seidentuchs an. Das Muster des Seidentuchs oder des Halstuchs, finde ich, spielt auch immer eine Rolle, welche Stilrichtung das Ganze dann annimmt. So ein florales Muster wird das ganze Outfit schon ein bisschen romantischer aussehen lassen. Ihr versteht, was ich meine. Meine Lieblingsvarianten möchte ich euch heute zeigen. Die gehen schnell und einfach und die kommen bei mir häufig zum Einsatz. Aber bevor ich dort einsteige, möchte ich euch vorher noch einen kleinen Trick verraten bzw. euch zeigen, wie ihr ein Halstuch zu einem länglichen Schal falten könnt und dabei darauf achten könnt, welche Farben am besten zur Geltung kommen. Meine Halstücher, die ich in meinem Onlineshop habe, die haben meistens kein allzu homogenes Muster. Man hat da die Ecke, die ist vielleicht ein bisschen rötlicher, eine andere Ecke vielleicht ein bisschen bläulicher. Also es ist jetzt kein Rapportmuster und deswegen kann man da an der Stelle auswählen, welche Farben man heute zur Schau stellen möchte. Und da gibt es auch unterschiedliche Techniken, wie man das machen kann. Das möchte ich euch ganz schnell an meinem kleineren Seidentuch zeigen, bevor ich euch gleich mit den anderen Styles die ganzen großen Seidentücher zeige. Das ist Style Burst. Er ist auch nach wie vor in meinem Onlineshop verfügbar. Die erste Variante, wie ihr das machen könnt, ist es, das Seidentuch zu einem Dreieck zu falten und an der längeren Seite einfach anfangen runterzurollen und so habt ihr schon ein längliches Seidentuch, womit ihr arbeiten könnt. An dieser Stelle seht ihr, dass es ein bisschen mehr von der weißen Fläche zeigt. Deswegen möchte ich euch eine andere Variante zeigen, wo ihr ein bisschen mehr mit Farbe spielen könnt. Ihr legt das Seidentuch mit der rechten Seite auf das Bett oder auf den Boden oder wo auch immer ihr das hinlegen möchtet, sodass die linke Seite zu euch schaut. Und dann packt ihr die gegenüberliegenden Ecken in die Mitte und die Längsseiten wieder in die Mitte, bis das ganze Teil dann so klein wird oder so schmal wird, wie ihr es haben möchtet. Und dann klappt ihr das einfach wie ein Buch zusammen. Und ihr merkt dann, dass auf der anderen Seite ein bestimmter Teil des Musters zu sehen ist. Ihr könnt natürlich auch sagen, ich möchte heute diese Linie auswählen oder diesen Bereich auswählen, sodass ihr dann jeweils die länglichen Seiten dann in diese Richtung faltet. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Hoffentlich konnte man das jetzt hier mit dem, was ich unterlegt habe, mit dem Videomaterial auch besser verstehen. Und die ersten zwei Looks möchte ich euch anhand von Style Swing zeigen. Ich habe das hier zu einem länglichen Schal gebunden sozusagen. Und die erste Variante geht folgendermaßen. Ihr habt euer längliches Tuch und macht einen Knoten in die Mitte. Und ihr werdet merken, dass wenn ihr diesen Knoten gemacht habt, der Knoten, so wie jeder andere Knoten auch, eine Seite hat, die den Knoten ein bisschen besser zeigt und eine andere Seite hat, also die Rückseite, die ein bisschen einheitlicher aussieht. Ihr könnt mit beiden Seiten arbeiten, das möchte ich euch gleich zeigen. Zum einen habt ihr die Möglichkeit, das mit der einheitlichen Seite nach vorne zu legen, es um euer Hals zu legen. Und dann durch diesen kleinen Loop, der dann hier entsteht, beide Zipfel durchziehen. Das sieht ein bisschen ordentlicher aus. Für diejenigen, die ein bisschen mehr polished unterwegs sein möchten, wäre das wahrscheinlich das Richtige. Ich finde diesen Look sehr, sehr schön. Aber ich möchte euch gerne auch noch eine andere Variante zeigen, die das Ganze ein kleines bisschen aufbricht. Und zwar dreht ihr das Seidentuch so, dass die Knotenseite nach vorne zeigt. Und legt euch das auch einmal um den Hals herum. Und dann arbeitet ihr folgendermaßen. Also ihr habt dann an diesem Knoten zwei Loops. Durch den einen packt ihr die eine Seite durch. Zieht ihr die eine Seite durch und durch den anderen Loop zieht ihr die andere Seite durch. Dann habt ihr hier diese zwei Seiten. Ich mag es, das ein bisschen organischer zu machen und praktisch die Richtung so ein bisschen nochmal zu überkreuzen. Und das ist eine meiner Lieblingsvarianten, weil sie so schön ist, weil man hier den Knoten nochmal richtig schön sieht, er richtig schön zur Geltung kommt. Und diese beiden Looks, die ich gerade gezeigt habe, die sind auch wahnsinnig gut dazu geeignet, ein sehr großes Seidentuch recht klein zu stylen. Die nächsten zwei Varianten möchte ich euch anhand von Style Silent zeigen. Und zwar geht das folgendermaßen, dass ihr euch euer Seidentuch wieder zu einem länglichen Schal faltet und einmal mittig um euer Hals legt. Und dann ganz, ganz simpel, anstelle hier einen normalen Knoten reinzumachen, mag ich es, beide Teile zusammenzufügen und dann einen großen Knoten zu machen. Thank you.
Auf diese Weise könnt ihr auch diesen schönen Knoten zur Geltung bringen und habt dann hier noch ein bisschen mehr Länge und ein bisschen mehr Spielraum, wenn ihr euren Oberkörper ein bisschen verlängern möchtet und ihr vielleicht viel Brust habt, dann ist das eine schöne Möglichkeit, hier ein bisschen Länge reinzukriegen, weil wir hier so ein bisschen spitz zulaufen, als auch hier die Länge haben. Der nächste Look startet auch da wieder mit einem länglich gefalteten Tuch. Ihr legt euch das mittig um den Hals herum und nehmt euch diese zwei Zipfel und macht einen kleinen Knoten rein, damit ihr noch ein bisschen Länge übrig habt. Also da so ein bisschen sparsamer umgehen. So. Und das Ganze wird jetzt zu einem Loop gestylt, was ich für den Alltag total tauglich finde und richtig, richtig schön. Ihr überkreuzt das hier einmal, so wie ihr das mit einem Winterschal oder mit einem Herbstschal auch machen würdet, dass jetzt nicht schon ein fertiger Loop ist. Genauso funktioniert das hier mit dem Seidentuch auch. Ihr überkreuzt das hier und packt dann den Rest nach hinten. Und dann je nachdem, wie ihr damit rumspielen möchtet, könnt ihr auch ein bisschen mehr Farbe oder ein bisschen weniger Farbe zeigen oder einen ganz bestimmten Ausschnitt zeigen. Ihr könnt es dann natürlich auch nach Belieben drehen und da so ein paar Sachen ausprobieren und das Ganze vielleicht ein bisschen fülliger aufstellen oder das Ganze ein bisschen flacher gestalten. Das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und die nächsten zwei Styles wollte ich mit Style Bloom vormachen. Und zwar geht das folgendermaßen. Das ist wunderschön und auch etwas, was man aus dem Schalbinden-Ding kennt. Also wenn ihr eure Winterschals oder eure Herbstschals gerne auf unterschiedliche Weise bindet, dann werdet ihr diese Variante vielleicht auch schon kennen. Was ich super toll finde, ist es, dass man mit diesen länglichen 90x90 Seidentüchern oder nicht länglich, sondern große 90x90 Seidentücher, das auch wunderbar damit gestalten kann. Also ihr bereitet euch euer Seidentuch auch wieder länglich vor, wie ihr möchtet und legt euch das praktisch mittig hier einmal über eure Hand und legt euch den Rest dann auch nochmal mittig um euer Hals. Und dann nehmt ihr die Zipfel und zieht es einmal hier durch diesen Loop durch und dann an dieser Stelle twistet ihr das Ganze nochmal und nehmt euch den Rest auch nochmal durch diesen Twist oder durch diesen Loop. Und dann könnt ihr hier natürlich auch nochmal so ein bisschen rumprobieren, ein bisschen rumzuppeln, nochmal ein bisschen verändern, dass auch der Knoten richtig schön zur Geltung kommt. Das habe ich jetzt gemacht. Und an diesem Knoten mag ich es super, super gerne, dass man sieht, dass es sich hier so richtig schön entlang schlängelt und das halt ein etwas geschwungenerer Knoten ist und nicht der Standardknoten, den man kennt. Ich finde auch das richtig alltagstauglich und super, super schön. Und die andere Variante, die ich euch zeigen wollte, die ist ganz, ganz ähnlich. Und zwar anstelle, dass ihr beide Zipfel durch diesen einen Loop durchzieht, nehmt ihr euch erstmal nur einen, zieht ihn durch, twistet das Ganze und zieht dann den anderen auch noch durch. Und da seht ihr, sieht das total anders aus. Es ist ein völlig neuer Look, obwohl man gar nicht viel anders gemacht hat. Und ich finde, das kann man sich auch wunderbar merken und es ist total einfach und schnell gemacht. Einmal zur Hälfte rumgelegt, zur Hälfte nochmal um den Hals gelegt und dann ein paar Mal getwistet. Da ist nichts Kompliziertes dran. Und die letzten beiden Looks wollte ich euch ganz gerne mit dem Seidentuch Melt zeigen. Und das sind welche, die kommen bei mir super, super häufig zum Einsatz, weil sie wirklich, wirklich am aller einfachsten von allen sind und trotzdem sehr, sehr schön aussehen. Und so habt ihr wieder euer längliches Seidentuch und legt es wieder mittig, aber diesmal nicht von hinten um euer Hals herum, sondern von vorne und legt die beiden Seiten wiederum nach vorne und an der Stelle könnt ihr einen ganz, ganz einfachen Knoten reinmachen und habt dann einen total einfachen Style, der innerhalb von 3 Sekunden gemacht ist und fertig ist. Und die nächste Variante ist dann einfach nur, dass ihr an dieser Stelle nicht aufhört, sondern weiter twistet und mit dem Rest, den ihr da hinten habt, einen kleinen Knoten bindet und dann ein total elegantes und ordentliches Seidentuch habt. Das ist ein Look, den ich mir zu einem Blazer richtig gut vorstellen kann oder zu einem Hemd. Wenn ihr so ein bisschen polished unterwegs sein möchtet, ein bisschen schicker, ein bisschen cleaner, für diejenigen ist das gut geeignet. Und auch da könnt ihr auch wieder so ein bisschen rumdrehen, je nachdem, was für Stellen ihr zur Schau stellen möchtet oder welche Farben in der Nähe eures Gesichts sein müssen, je nachdem, was für Ziele ihr habt, was für Ansprüche ihr habt. Manche können ja mit so harten, schwarzen, dunklen Farben
nicht so gut umgehen, weil sie so sehr, sehr helle Typen sind, dann könnt ihr das Ganze ein bisschen drehen und ein bisschen mehr von diesen helleren Tönen, ein bisschen mehr von diesem rötlichen rauskommen lassen und damit so ein bisschen spielen. Ich hoffe, die Styles, die ich euch heute gezeigt habe, haben euch gefallen und ihr findet sie alltagstauglich und auch so schnell und einfach umzusetzen wie ich. Alle Seidentücher, die ich euch heute gezeigt habe, die werden nächste Woche Freitag in meinem Online-Shop verfügbar sein. Also falls ihr da Interesse habt, dann könnt ihr euch noch schnell in meinem Newsletter, den ich euch hier in der seitlichen Infobox und auch unten in der Infobox verlinken werde, da könnt ihr euch eintragen, falls ihr Interesse an den Teilen habt und vorab einen Rabattcode bekommen möchtet. Und auch zwischendrin werde ich immer mal wieder ein paar schöne Angebote machen. Ich werde euch auch per Newsletter benachrichtigen, wann genau die Kollektion online geht. Ich weiß, viele von euch haben sich schon eingetragen, aber für diejenigen, die es noch nicht getan haben, jetzt ist die Chance, jetzt ist eine gute Möglichkeit dazu. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und eine schöne Woche. Bis dann. Ciao.